Geist mit einer Armee von Schattenlehnen vorausgeht. Ist er dort? Ist er nicht so ein Boss wie Slackjaw? Nein, nein, der hier ist komisch drauf. Er rät sich mit Verrückten für Rituale und sowas durch. Auch in Artefakte und so. Umsonst wollen die meisten Männer seinen Namen noch nicht mal flüstern. Er lebt im überschwemmten Bezirk zwischen Weinern und wilden Hunden. Das sagt man. Der perfekte Schlupfwinkel für einen Auftragsangriff. Du hattest Glück. So gut aussehen, brauchst du kein Glück. Du hast ein Gesicht wie ein Hexenfisch. Und jammerlich. Sag mal. Echter Schenkelklopfer, Rodney. Gut, jetzt bin ich dran. Na, lass hören. Na gut, pass auf. Der Hans da ist. Macht laute Geräusche beim Liegen. Seine Frau hat den desto schlechteren. Thank you.
Irgendwas Gutes gefunden? Ich wusste, dass du mich nicht enttäuschen würdest. Jetzt kann ich endlich in Ruhe am Ufer spazieren gehen. Ich habe dein kleines Geschenk nicht vergessen. Es wartet oben auf dich. Es geht nie wieder raus. Achtung, Bürger von Dunmore. Bitte machen Sie den Weg frei. Wenn sich Ihnen ein motorisiertes Fahrzeug oder ein Stelzenläufer im Staatsdienst nähert. Diese Fahrzeuge werden weder ihre Geschwindigkeit drosseln noch anhalten, wenn Ihnen Bürger im Weg stehen.
Und? Aktiviert? Was sieht's denn aus? Kannst mich mal, Hayburn. Na los. So endlich ist die verdammte Waffe. Dass die Aufseher Mauchus einkassiert haben? Schwarze Magie und so? Du bringst mich immer zu... Ja, da ist... Thank you.
Angeblich fällt einem am zweiten Tag die Haut ab. Stimmt das? Oder ist der Juckreiz das Schlimmste? Oder die Ratten? Jasper, nicht wahr? Es ist gar nicht so schlecht hier drin. Ich vermisse nur Ihre Frau. Was für ein Anblick Sie in der Maske bieten. Ich weiß, wer Sie sind und was Sie wollen. Und ich kann helfen. Befreien Sie mich und ich spendiere Ihnen in ein paar Tagen einen Drink. Einen großen Nichts. Ich spendiere Ihnen 100 Drinks. Fühlt sich gut an, wieder gerade zu stehen. Hm? Vielen Dank, Corvo. Ihre Mission hier und heute ist äußerst wichtig. Wir müssen Emily finden und Campbell töten. Und zwar schnell. Wenn er tot ist, durchsuchen Sie ihn nach seinem berüchtigten schwarzen Tagebuch. Und dann verschwinden Sie. Campbell trifft sich mit einer Wache namens Kernow, die er meinen Informationen zufolge vergiften will. Vielleicht können Sie das zu Ihrem Vorteil nutzen. Ich kann hier nichts mehr ausrichten, also werde ich mich zum Houndpits Pub begeben. Wenn ich den Schiffer Samuel sehe, sage ich ihm, er soll im Hinterhof auf Sie warten. Hinter dem Büro des Oberaufsehers. Mögen alle Geister Sie leiten und möge der Kopf unseres Gegners zu Boden fallen, ohne dass Sie Schaden nehmen.